Mein primer invento fue la bomba. Holen wir uns mal den Papagei zurück, oder was machen wir eigentlich? So, gehen wir. Oh, nein, das war eins, zwei. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Hallo, Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Die beiden herzen sich ja schon wieder. Oder die drei. Der Papagei ist ja mittlerweile auch mit im Bunde. Und ich würde sagen, wir machen mal eins von beiden. Ich weiß nicht mehr, mit der Treffen. Entweder Papagei oder, was uns wahrscheinlich lieber ist, Toni. Au! Was zum? Es ist Toni. Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Raucht sie gerade den Dartpfeil? Ne, das muss man nur mal angucken. Die raucht doch den Dartpfeil. Und dann hat Rufus ihm die Krücken geklaut, ja, um daraus einen... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Hey, Toni. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigung. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Ah. Alles Lügen! okay. Wir haben einen Papagei und wir haben Coupons eingesammelt. Die Coupons wollte ich eigentlich gar nicht haben, aber okay. Der Dartpfeil aber auch nicht mehr bekommen, oder? Nee. Und jetzt beginnt wieder die Ratlosigkeit. Jetzt muss ich ernsthaft nochmal überlegen, was haben wir jetzt nochmal gemacht? Ich meine, da war irgendwas... Ich meine, hier, guck mal, die Säule sieht schon so aus, als könnte man da den Papagei draufsetzen. Inspektor Gisborne. Ach, das stimmt sogar. Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Ach, den Telefonisten! Entschuldigung, ich quatsch das einfach mal drüber. Das gibt's doch nicht. Also stimmt, da war noch was mit dem Telefonisten. Der hockt ja da oben drauf. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ja, das wissen wir ja schon mittlerweile. Nein, aber was müssen wir jetzt nochmal machen? Ich habe ein Mikro. Ich habe einen Trichter. Ich habe einen Dietrich. Ich habe ein Handschweißgerät. Was wissen Sie noch? Rufus hat
hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Und der hat übrigens auch die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Also sind die eigentlich alle da unten radioaktiv verstrahlt. Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Wow, was für eine, was für eine Tatsache. Eine Straftat. Was? Rufus hat die Bremslöcher an Frau Kulis Rollstuhl zerschnitten. Okay, langsam sollte man es vielleicht hier entfernen. Ich glaube, das hier war eine eher schlechtere... Rufus hat Fischfett. Entschuldigung. Aha. Ich will ihn lieber nicht stören. Eventuell sollte er vielleicht einen Rufus festnehmen. Die Maschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ah. Ach ja. Espresso trägt... Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ah. Ach ja. Wo ist eigentlich Wenzel? Ah, und schon wieder rausgeklickt. Ah. Sehr seltsam. So, heute habe ich ein paar Mal rausgeklickt. Wenzel! Können wir damit irgendwas machen? Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Vom Kinderkarussell geklaut. Saubere Arbeit, Rufus. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich habe das ja schon durchgehabt. Nein, hier müssen wir auch nicht runter. Ein roter Vorhall. Der Stier. Ja, wo muss ich denn hin? Das ist auch nix. Mi primer invento fue la bomba fétida de Pona. Bastó con llenar un globo con agua del grifo. Ach, eine Uhr. Bastó con llenar un globo con agua. Ja, gut. Das war wieder so eine Sache, um das Slapback künstlich in die Länge zu ziehen. Natürlich nicht, weil ich einfach zu unwissend bin. Sei lieber still, bevor du noch den Lotik aufwächst, was bei dem sein Geschnarch wahrscheinlich eher schwer ist. So, wir haben eine Uhr. Und wir kommen so eventuell in das Postamt. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nö. Nee, ne? Nö. Nö. Ich kann das gleich nachmachen, das war geil. So, komm zur Poststelle. Yo. Das ist so ein geiler Grundbeat für irgendeinen Rap. Müssen noch irgendein Schlagzeug drunter machen und... oder eine Bassspur. Oder sowas. Und dann müsst ihr irgendeiner richtig geil losrappen können. Das kann ich ja leider nicht. Yeah. Geil, ne? Und hier haben wir einen neuen Postboard. Yeah. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen.
Kommen wir gleich zur Sache. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Perfekt. Das ist das typische deutsche Beamtendeutsch. Hier schön von einem Rapper-Roboter vorgetragen. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Okay, und davon haben wir schon mal eine Leitung blockiert, weil wir Gizmo die ganze Zeit mit unserem Papagei voll labern. Aber wir fragen mal weiter den Postroboter aus. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Mist! Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Das ist aber nett von der Post, dass sie uns von allen öffentlichen Einrichtungen trennt. Das ist so nett. Vor allen Dingen Kalenderwoche 63. Es gibt maximal, wenn es hochkommt, mal 53 Kalenderwochen bei uns im Jahr. Es sei denn natürlich, auf Deponia werden die Jahre oder die dauern die Jahre unterschiedlich lange. Also im Vergleich zu der Erde. Oder natürlich, die Wochen sind kürzer. Das kann natürlich auch sein. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Können wir machen. Hat man noch Wasser? Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Geil. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittel. Ersatzsack. Potsdonner. Was für ein Zungenbrecher. So, jetzt habe ich auch das Wort gefunden. Oh mein Gott.
Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich, muss und doch. Und ja, in Potsdam. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Ich würde vorschlagen, den Gefallen tun wir doch einfach mal dem Posttypen, Postroboter. Und, wir tun einfach nochmal ein bisschen seine Vorfreude steigern. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knicker und das passt. Doch, das kennen wir die Information. Jo, dann, ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Selbst der Roboter der Post weiß, wie sehr sich Rufus überschätzt. Gut zu wissen. Kennen wir alles? Bis später. Bis später. Yay, zwei Katzen. Katzen, yay. Eine Katze in einem Laufrad, süß. Können wir die irgendwie... Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist.